So, und Peace. So, und weiter geht's. Na, wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon wieder ein bisschen was gemacht, ne? Da drüben auch. Das gehen wir jetzt gleich mal durch und was wir dann noch so machen. Und so, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das hier alles läuft. Und ich hoffe, das läuft. OBS hat ja ein Update, Alter. Das ist ja. Ach, finde ich viel geiler jetzt auch aufgebaut, ja, aber. Mal gucken. Ich denke mal, das läuft alles, aber ne, läuft alles wunderbar. Okay, gut, so, pass auf. Dann gehen wir jetzt rein. Ne? Pass auf, so wie ihr sehen könnt, ich habe hier jetzt den Boden fertig gemacht, aber ich meine eigentlich, ne, ich denke, das werden einige von euch auch schon gemacht haben. Ne? Ich meine einfach hier den Boden machen. Ne? Und hier seht ihr ja, ne, auch hier richtig drunter. Ne? Überall einfach schön hier den Boden lang. Ja, aber ich denke mal, das werden einige von euch ja schon haben. Ne? Also, ne? Hoffe ich mal. Ja, ich meine, das ist ja einfach nur Boden. Da braucht man ja nichts groß, ne, zu erzählen. Ne? Und hier, ne? Es ist ja einfach nur Boden. Ne? So. Ja, und dann habe ich drüben auch so ein bisschen den Boden jetzt weitergemacht. Ne? Wir hätten das ja vorher, hatten wir das ja ein bisschen weniger. Ne, da waren wir ja nur hier, wie wir die Grünfläche gemacht haben, aber jetzt habe ich hier noch und hier schon an dem Komposter-Dingern da. Ne, jetzt habe ich da schon ein bisschen was wieder vorgearbeitet hier. Aber natürlich werden wir das noch durchgehen und dann werden wir nämlich heute da weiter mal da schon ein bisschen was machen. Hier noch den Rest machen und hier vorne vor der Halle, da machen wir auch noch einen Rest. Also ein bisschen was. So, was das Grünzeug und halt Kleinkram, der noch fehlt, das gehen wir jetzt mal so, das machen wir jetzt heute mal so ein bisschen, bevor es hier richtig weitergeht. Das muss ja auch gemacht werden, ne? Pass auf. So, dann fangen wir hier an bei dem Unterstand. Ne, hier auf der Seite von dem Unterstand. Ne, da nehmen wir uns jetzt einfach hier den glatten Stein. Ne, und dann seht ihr ja, hier haben wir ja unser Durchfahrsilo und dann gehen wir genau einen davor hier, ne, wo wir das hier mit der Schaufel gemacht haben. Und dann setzen wir hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück. Ne, von dem glatten Stein setzen wir hier einfach 14 Stück hin. So, ne? Und dann nehmen wir uns hier unseren Boden. Und dann machen wir hier immer 2. Ne, seht ihr hier 2, 2, 2. Und dann sind wir hier genau neben dem Ding. Ne? Und so, ne, füllen wir dann hier einfach den Boden aus. Ne, dann sieht das so aus. Ne, weil hier geht das dann weiter mit diesem Schaufelweg hier, denn jetzt ab, also hier so dann, ne? Das machen wir dann noch. So, und auf der anderen Seite habe ich auch schon, ne, wie gesagt, hier, das gehen wir jetzt auch durch. Wir fangen jetzt einfach hier vorne an, ne, bei dem Tor, da könnt ihr ja schon sehen, ne, da gehen wir genau hier richtig dran, ne, an den Komposter, ne, und ziehen das einfach nach vorne, hier so, bis hier dann so ran, ne, und dann ist die Fläche hier, dann geht halt die Grünfläche bis hier vorne hin. Ne? Und dann seht ihr ja den Boden, ne? Der geht hier schön bis an die Bretter dran. Ne? So ist das dann. So, dann hier noch. Ne? Das machen wir erstmal nur so, weil hier ist dann auch wieder so der Rest noch mit Schaufel und dann steht da ja noch so ein Abfüller, ne? Den wir ja dann noch bauen. So, pass auf. Da, und da machen wir folgendermaßen. Da gehen wir einfach hier an unser Fahrsilo dran, richtig? Ne? Und ziehen das dann jetzt erstmal hier ein bisschen lang. So, und dann gehen wir hier vom Komposter aus, ne? Gehen wir dann jetzt weiter, ne? Weil wir gehen jetzt einfach hier direkt dran, ne? Und ziehen das jetzt erstmal nur ein kleines Stück, ne? So, und dann gehen wir hier, ne? Dann gehen wir genau hier vorne und dann ziehen wir ab hier, ne? Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne? Und dann ist das halt eine Grünfläche da, ne? Dann haben wir hier halt 10 Stück, das ist Grünfläche und dann gehen wir einfach hier, das ist jetzt unser 10. und den verbinden wir dann einfach mit dem, was wir da vom Fahrsilo ausgezogen haben. Ne, und dann machen wir hier natürlich auch dann den Boden voll, dass wir dann das nur noch so jetzt da übrig haben hier, ne? Das machen wir dann noch fertig hier alles, wenn wir hier das Silo gebaut haben, ne, dann machen wir hier auch den Rest vom Boden und alles fertig. Na, aber so haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen jetzt den Boden schon. Ne? Dann sieht die Seite jetzt hier schon erstmal so aus hier. Ne? Und dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt auch erstmal so. Ne? Dann haben wir hier jetzt erstmal genug mit Boden und so zu tun. Ne?
Also für die, die das noch nicht gemacht haben, ne? So, jetzt machen wir folgendermaßen weiter. So, passt auf. Wir brauchen einmal Knochenmehl. So, dann brauchen wir hier Eichensetzlinge. Und wir brauchen eine Schaufel. So. Das sind jetzt erstmal die Sachen, die wir jetzt noch brauchen, um das hier so ein bisschen jetzt das, was noch fehlt an Bäumen und so zu bauen und für den Weg, den wir noch machen. Genau. So, wir fangen hier an. Hier am Fermentierer, ne, wo hier unsere Bunkersilos sind, also Keilsilos. Ne, da fangen wir an, da stehen vier Bäume. Ja, das heißt, wir machen jetzt hier einfach vier Bäume hin. Das sind auch so, ne, Riesenbäume. Ne, wir gucken einfach, wie wir es machen. Und wir haben hier, wir gucken jetzt einfach mal, keine Ahnung, dass wir hier einen machen. Platsch. Na, will der jetzt wachsen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Oh, doch. Zack. Reicht das schon? Wir können ruhig noch einen machen. Ne? Oh, Pitch. Gucken, ob der auch noch wächst. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr wachsen. Oh doch, guck mal. Bam. Dann haben wir hier einen. Wir müssen halt gucken. Es sind halt hier vier Bäume, ne? Machen wir. Wir müssen ja selber ein bisschen random einfach, ne? Guck mal, dann machen wir jetzt einfach hier. Ja, dann machen wir hier. Na, das natürlich. Das war natürlich komplett Banane. So, und dann hier, so. Ne, gucken wir so. Ne, dann haben wir hier, dann, ne? Und dann lassen wir die jetzt einfach mal wachsen. So, Pitch. Quatsch. Hier, der Bienenstock, den machen wir weg. Na, wächst der noch? Ja, zack. So, ne? Bam. So. Zweiter Baum. So, dann wo war jetzt der dritte? Hier war der dritte. Und dann. Oh. Oh, ui, uiuiui, der ist aber klein geraten. Mal gucken, ob wir den noch ein bisschen hinkriegen hier. Zack. So. Ja, doch. Na, so, und dann machen wir hier jetzt den vierten. So, ne? Zack. Zack. Wow. Und da, so, bam. Ne? So, dann haben wir hier jetzt. So stehen da noch mal so vier Bäume, ne? So. Ne? So, und dann, ne, haben wir ja jetzt hier die Bäume, das bleibt dann so, ne? Dann haben wir die Ecke jetzt, ne? So, und das mit dem Boden, wie gesagt, das bin ich ja jetzt mit euch durchgegangen. Die Bäume haben wir gemacht. So. Dann machen wir hier drüben auch noch Bäume. Ne, da gucken wir jetzt einfach, ne, wir machen das jetzt hier an der Kuhweide. Da machen wir die Bäume jetzt einfach so. Wir haben ja hier so einen schönen Platz jetzt noch von 5. Ne, und dann gucken wir einfach, dass wir hier jetzt schön einfach ein paar Bäume hinkloppen. Ne? Genau, ne, dann würde ich sagen, wir kloppen jetzt hier erstmal, ne, wir fangen hier schön an irgendwie. So schön, dass das hier an der ganzen Weide, ne, da sind so ein Haufen von Bäumen, ne, die gehen hier einmal so, ne. Da gucken wir, ne, dass wir die jetzt machen. Ne, die können wir auch einfach so, ne, ja, keine Ahnung, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Mitte und dann, weiß ich nicht. So, ne, dass wir hier halt zwei haben zur Weide. Wir können das auch so machen, dass wir nur einen haben zur Weide. Dann haben wir hier noch zwei. Wie machen wir es? Wir machen, dass wir zwei zur Weide haben. Also das ist jetzt auch jedem selbst überlassen. Entweder machen wir zwei zur Weide oder nur ein zur Weide. Ne? Und dann gucken wir einfach irgendwie hier, ne, dass wir hier immer so ein bisschen abstellen. Dass wir hier jetzt hier so ein paar Bäume hinkloppen. Ne? Und dann, ja, würde ich sagen, kloppen wir jetzt hier erstmal die Bäume hin. So. Ja, so haben wir dann jetzt hier die Bäume stehen. Ne? So sieht das dann aus. Ne? Dann haben wir hier jetzt schön eine Reihe Bäume stehen, ne? Entweder lassen wir so ein bisschen was da, also ein bisschen was dazwischen lassen können wir ruhig, ne, habe ich festgestellt, weil sonst hier, ne, sonst wachsen die einfach ineinander, ne, wenn man zu dicht dran geht, aber
Ne, so. So haben wir hier halt jetzt so eine schöne Reihe von Bäumen. So, die geht auch gleich weiter. Genau, wir machen die jetzt erstmal weiter, bevor wir hier den Weg jetzt lang ziehen. Pass auf. Ja, das heißt, die Bäume gehen jetzt weiter. Ne, das heißt, hier komplett, ne, an der Wand. Wir können das jetzt auch so machen wie hier, ne, wie wir das hier gemacht haben, an der Weide. So können wir das auch hier an der Mauer machen. Ne? Wir gehen einfach zwei Stück und dann machen wir hier einfach einen Baum hin. Ne, und dann geht das hier an der ganzen Mauer hier einmal komplett lang. Ne, und hier noch rum dann bis zur Straße. Ne, machen wir hier einfach eins, zwei und dann so. Ne, das geht dann hier komplett jetzt hier um die Mauer. Kommen jetzt auch noch mal eine komplette Reihe von Bäumen. Ne, die machen wir jetzt auch wieder willkürlich, ne, wie ihr wollt. Und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir mit dem Weg weiter. Ne? Aber jetzt machen wir hier erstmal die Bäume noch hin. So. Ne? So sieht das dann jetzt aus. Ne, wenn wir das hier alles schön gemacht haben mit den Bäumen. Ne? So. Bumm. Ne? Schön. Ne? So. Guckt euch das an hier. Ne? Bumm. So. Und jetzt nehmen wir uns die Schaufel. Und dann haben wir doch jetzt schon alles, ne? Ich bin hier mit dem Boden mit euch durchgegangen. Da drüben den Boden. Da die Bäume haben wir gemacht. Hier die Bäume. Und jetzt machen wir hier den Weg noch. So, da. Und den machen wir natürlich jetzt ganz entspannt. So, pass auf. Wir gehen genau hier, ne? Wir haben ja hier bis zum Ende gezogen, ne? Hier von unserer Weide. Ne? Auch hier die Straße und so. Ne? So, das heißt, wir fangen jetzt genau. Wie machen wir es? Das habe ich mir noch gar nicht so ganz überlegt. Also wir fangen auf jeden Fall hier an. So machen wir zwei Stück. Ja, dann lassen wir ein, machen wieder zwei. Ne, und dann ziehen wir das jetzt erstmal hier an der Weide lang. Ja, so. Ja, das ist dann jetzt so, ja, diese Dingswege, ne, diese Schotterwege. So. Ja. Und dann, warte mal, dann habe ich mir das nämlich noch nicht so ganz. Doch, pass auf, wir können. Doch, pass auf, wenn wir die Straße jetzt ein bisschen umbauen, wenn wir jetzt den Weg, also den Bürgersteig, also wenn wir das jetzt so machen, dann könnten wir den Weg. So, bis an die Straße ziehen. Genau. Dann ziehen wir den so bis an die Straße. Ja, das heißt, da würde es dann weitergehen. Und dann ist das hier jetzt so der Feldweg hier. Ne? Genau, Feldweg. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. So. Na? Bumm. Ne? So, und dann machen wir das natürlich jetzt von hier. Ne, haben wir ja jetzt angefangen hier in der Weide, ne, und dann ziehen wir das jetzt bis noch da drüben hin, da, ne, bis da, hier wo dieser kleinere Baum steht da, ne, also wir ziehen, ne, wir gehen das jetzt auch einmal jetzt durch auf jeden Fall, ne, so hier gehen wir unterm Baum noch lang, so bis zum Baum, ne, so pass auf, ne, so, und dann machen wir von dem Baum, machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, die wir lassen und dann hätten wir hier wieder unseren Weg. Ne, ich gehe das jetzt einfach nur so ein bisschen mit euch durch. So, ne, dann hinten wir so. So, und dann geht das ja hier lang. Ba, 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 ne, und dann haben wir ja hier, ne, durch unsere Wand haben wir ja hier ein bisschen Versatz. Ne, aber wir machen ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. So, und dann haben wir hier halt wieder, ne, unseren Weg. Ne? So, ich zeige euch das jetzt einfach nur, so wie das dann mit den, so, wenn das so kurvig, so wie ihr das dann verbindet, das ist dann ganz euch überlassen, ne? So. Ich zeige euch jetzt einfach nur so ein bisschen die Maße, so. Ne? So, und dann, wenn wir hier dann um die Ecke rumgehen, dann machen wir dann auch wieder 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ist hier unser Weg. So, und hier den, Feldweg. Ne, wenn wir, der geht ja dann hier lang. Ne, das heißt, hier an der Straße dann machen wir das dann genauso
Wie an der Weide, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Nur, dass wir es hier jetzt richtig sehen, weil ja hier die Straße schon komplett lang geht. So, pass auf. Das heißt, wir gehen jetzt hier so. Ne? So, und das heißt dann natürlich auch, dass das hier jetzt alles wegkommt. Ne? So, patsch, patsch, patsch. Und so, ne? So, das machen wir natürlich wieder vernünftig. Weiß nicht, können wir hier mit der Schaufel rübergehen? Ja, wunderbar. So, zack. Ne? Und dann nehmen wir uns jetzt hier wieder und in, so. Und dann sieht das so aus. Ne? Bam. So sieht das dann später da hinten an der Weide auch aus, wenn wir da die Straße weiterziehen. Ne, und so machen wir das dann hier. So, ne, und dann habt ihr ja jetzt hier so ein bisschen die Maße, ne, wie wir das jetzt hier machen mit dem Weg, der dann jetzt hier einmal rumgeht. Ne? Oder wollen wir das jetzt noch zusammen machen und dann Ende? Wie lange sind wir denn jetzt? Ja, gut, komm, machen wir das schnell zusammen noch hier. Ja, so, pass auf. Dann machen wir das einfach mal. Ne? So, dann ziehen wir hier. Ach, Quatsch. Was? Falsche Taste. So, dann ziehen wir das hier jetzt einmal lang. So, zack, erstmal immer gerade. Ne, so ein bisschen, wie wir kommen. So, ich würde sagen, bis da so. Ja, ich weiß auch nicht, wie bei euch die Bäume sind, so, ne, wie ihr die jetzt gemacht habt. Deswegen ist das jetzt eigentlich so ein bisschen jetzt jedem selbst überlassen, wie er den Weg macht. Aber ich kann ja so als kleine Idee kann ich euch ja geben. Ne, dann gehen wir das jetzt hier einmal durch. Ja, wie ich das jetzt mache, hier mit dem Feldweg. So. So. Jetzt ziehen wir den jetzt einfach hier lang. So, zack. Oh ja, gut, da haben wir ein paar Besserungen noch. So. Und so. Na, so, dann haben wir das so. So, und wie ihr das jetzt hier verbindet, das ist ganz jetzt euch überlassen. Ne? Ob wir das jetzt einfach gerade so, ne, so. Oder eine kleine Kurve reinmachen. Ich meine, die Kurve kann man ja auch im Nachhinein auch noch reinmachen. Ne? Ich meine, man könnte das ja jetzt erstmal hingehen und das gerade verbinden. Dann kann man ja im Nachhinein noch eine Kurve reinmachen, wenn man da Bock drauf hat. Ja? Oder wir lassen es einfach so. Ja, das ist jetzt jedem selbst. Ja, so. Ne? So. Ne, und so verbinden wir das dann, ne? So, so machen wir das jetzt auch hier vorne noch schnell. Ja, hier machen wir das jetzt auch noch eben schnell. So. Zack. Und zack. Und zack. Und so. So, und dann ziehen wir den jetzt. Ja, den ziehen wir jetzt nicht ganz so weit. Ne? Ziehen wir den jetzt erstmal nur bis da. So. So. Zack. So, ne? Pass auf, jetzt seid ihr mit dabei hier, wie ich den Weg hier rumpropeln tue. Ne, zack und so. So. Na, genau. Ja, wie gesagt, ob ihr das dann noch ein bisschen kurvig haben wollt, ne, dann müssen wir mal gucken. Ne, aber hier jetzt die Verbindung hier zwischen den zwei Wegen quasi, ne, die müssen wir jetzt ein bisschen kurvig machen, sonst kriegen wir die nicht miteinander verbunden. Ne, so wie lange sind wir denn jetzt? Da kommt, also wie gesagt, das machen wir jetzt noch und dann haben wir es erstmal. Das erstmal, ne? Habt ihr jetzt auch erstmal wieder genug, ne? Hier, da, da die Bäume, hier die Bäume, dann der Weg, der Boden da, wie ich euch das, ne? Dann jetzt hier der Weg. Das reicht erstmal, ne? So, pass auf, wie machen wir das denn jetzt? Ich meine, das ist ja jetzt auch, wie gesagt, nur eine Ideenstütze. Ich weiß ja nicht, wie ihr da jetzt euch den Weg bastelt. Pass auf, wir können das hier. Da geht das bis Anfang Baum. Dann machen wir das hier einfach auch mal so. Ich meine, das kommt auch ein bisschen darauf an, jetzt wie ihr euch die Bäume gebastelt habt. Ne? Und so entsteht ja dann auch jetzt hier die Kurve für jeden dann selber.
Aber ich zeige euch jetzt mal wieder, wie wir das dann jetzt machen. Irgendwie kriegen wir das jetzt schon hin. Warte mal, so, wir machen dann, machen wir einfach jetzt. Wie machen wir es? Gehen wir so. Nein, Moment. Das war. Ach Gott. Das war falsch. Wir müssen ja dann hier quasi. Dann machen wir 3. 3, 3, 3. Und dann verbinden wir das einfach. Und dann machen wir halt hier, ne, wieder 3, weil es ist ja 2er dick der Weg, ne? Und dann könnte man das so einfach verbinden, ja? Doch. Seht ihr? So, und dasselbe, dann machen wir hier jetzt einfach auch. Gut, da müssten wir dann hier jetzt anfangen, ne? Dann machen wir das jetzt auch einfach hier 3. 3. 3. 3. Und dann verbinden wir das. Na, also so ist das jetzt, wie ich das jetzt mache, ne? So, und dann machen wir das hier auch, ne? So. 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 Und zack, Klappe zu. Ja, so sieht das dann aus. Ne? Dann haben wir da jetzt nur so eine kleine drinne, ne? Dass die Wege sich da verbinden. Ne? Und ja, jetzt wo wir das haben, hier, ne? Jetzt wo wir hier jetzt das schön fertig haben mit den Bäumen und den Weg hier, könnte man jetzt auch schon anfangen, hier vorne dann die ersten Felder zu basteln. Könnte man. Ob wir es machen, das weiß ich wie gesagt noch nicht. Das müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt auch so, haben wir jetzt auch erstmal noch mehr als genug eigentlich zu bauen. Aber jetzt haben wir hier das, ne? Dann habt ihr jetzt den Boden, dann haben wir da an den Silos die 4 Bäume. Dann müssen wir mal gucken. Gut, wir machen jetzt da drüben erstmal, wie gesagt, dann noch fertig und dann geht es ja schon nach hinten. Da müssen wir jetzt mal gucken. Aber so sieht das jetzt erstmal aus. Also, so können wir das doch eigentlich schon lassen, ja. Sieht doch gut aus. Ne, so, jetzt habt ihr auch jetzt erstmal wieder genug zu tun. Wir haben hier viel rumgepümmelt, aber das muss ja auch gemacht werden. Hier die Bäume und alles, das ist ja da. Das gehört ja alles ein bisschen dazu. Gut, nur das mit dem Weg jetzt, dass ihr da lang geht hier, ne, das ist so improvisiert, weil eigentlich ist das da ja gar nicht der Weg. Das ist jetzt einfach nur so eine kleine Eigenidee. Aber da steht ja auch noch eine Halle dann hier, ne, die müssen wir mal gucken, dass wir die dann jetzt auch mal langsam machen. Ne? Na, wir gucken mal. Also wir haben jetzt so den Kleinkram an sich jetzt so durch, so was Bäume und so angeht. Erstmal, was hier vorne zumindest ist. Genau. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt eben erstmal so. Ne? In der nächsten Folge, dann bauen wir, wie gesagt, das Silo drüben auf der anderen Seite und machen da den Boden fertig. Ja, und dann gucken wir mal, ne? Dann geht es jetzt schon langsam dann weiter nach hinten. Na ja, gut. Aber da wisst ihr jetzt erstmal Bescheid, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und Peace.